Kurz vor dem Game wollte ich noch kurz sagen, dass endlich unser Let's Play-Kanal Hamburger Youngsters 2 startet. Und zwar mit richtig coolen Variationen an Games. Wir haben WWE, wir haben Call of Duty, wir haben die privaten Leute zwischen mir und Tobi in Mario Kart oder sonst welchen Wii-Spielen. Wir haben wirklich jede Konsole und dementsprechend werden wir richtig variieren, ob das Far Cry oder sonst was ist. Schaut auf jeden Fall vorbei für tägliche Uploads, würde uns riesig freuen. Und da rein ins Game. Was geht, Leute? Hamburger Youngsters und herzlich willkommen zu einem neuen Foodraft-Partner. Ich war richtig Bock hier auf dem Ostersamstag. Ziehen wir durch. Auf jeden Fall abchecken, würde ich sagen, Let's Play-Kanal. War Mario Party auf jeden Fall heute am Start. Und da waren auch noch, wie gesagt, Black Ops, was noch nicht gesehen hat. Und sonst haben wir noch mal ein Mario Kart-Duell. Da werden auch einige andere Spiele kommen. Diesen Tag kommt auf jeden Fall irgendwas mit WWE und so, was richtig chilliges. Auf jeden Fall da mal vorbei checken. Oberster Link in der Beschreibung. Und ja, Foodraft. Wir sind hier, weil wir Foodraft-Token benutzt haben. Das heißt, das ist der Startbildschirm. Und ihr könnt uns hier auswählen. Heute haben wir aber eine ganz bestimmte Challenge. Und zwar habt ihr euch gewünscht, jeder hat ja mal Ronaldo, Bale, Messi. So, und dann habt ihr gesagt, hat auch viele Daumen hoch bekommen, ihr möchtet die No BBVA Challenge. Das heißt, wir dürfen keinen aus der BBVA nehmen. Das heißt, wir werden entweder auf Bundesliga oder BPL oder Serie A gehen, irgendwas. Und ja, wenn euch da die Sache gefällt, dann haut schon mal einen Daumen nach oben, dann weiß ich, okay, ihr feiert das. Dann kann ich auch noch vorschlagen, dass wir mal einen machen, wo wir nicht die Top-Ligen nehmen dürfen. Das heißt, wo wir alle 5. Schreibt mal, wie ihr das so findet unten in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und Bundesliga oder BPL. Spielen wir eigentlich relativ gerne die 4-3-3-Position. Ich denke, die werde ich auch nehmen. 4-3-3 ist immer gut und der Captain wird sein. No shit. Oh, wir haben hier Lewandowski. Okay, ich denke, ich gehe mit Lewandowski anstatt Hulk. Und ja, Lewandowski ziehen wir auf jeden Fall. Dann können wir auf dem rechten Flügel, wir dürfen kein BVA nehmen. Wir haben schon wieder Bay. Also ich wette, jetzt kriegen wir so, nur hätten so einen 190er Draft wahrscheinlich machen können. Kommen wir in den Mkhitaryan, wir gehen mal auf Bundesliga. Mal gucken, ob wir ein komplettes Bundesliga-Team kriegen. Oh shit, Neymar. Toll, ich muss sogar Kevin Volland nehmen, er passt zur Chemie. Heißt sogar Kevin, witziger Typ. Habe ich heute übrigens ein Freepack gehabt von den Birthday Packs da auf jeden Fall. Depay wäre auch cool, Sanchez ist auch cool. Senior, Neymar wäre natürlich fresh, aber... Kommen wir in Chemie, wir gehen voll auf Chemie jetzt und wir überspringen mal und dann nehmen wir Chaka natürlich, ist klar, weil Chemie geht hier vor, sieht auch bis jetzt ziemlich gut aus. Hier haben wir vielleicht keinen Bundesligisten, aber können wir hier irgendwas anderes noch drehen? Gucken wir mal, wir haben oben Italien, ja gut, das ist Armenier. Verratti, was ist so wahrscheinlicher? Komm, wir nehmen zur Sicherheit erstmal Touré mit, wer weiß schon. Machen wir so ein BPL-Bundesliga-Mix. Und hier haben wir auch keinen aus der Bundesliga, aber wir haben Schneiderlin. Schneiderlin haben wir am Start. Als Rechtsverteidiger gucken wir mal, was da so ist. Oh, Oparé. Ja, Oparé, den nehmen wir auf jeden Fall, denke ich. Der ist ein Top-Mann. Den benutze ich auch für den Birthday Cup für mein Team. Und wir haben hier schon wieder starke Spieler. Und wir haben hier Wendt in Form. Also bis jetzt haben wir fast Bundesliga komplett in Form-Serie. Hier bekommen wir. Oh, shit. Naldo, Chiellini, die sind wirklich gut und hier kann man sagen, okay, Chiellini ist ein Monster, Silva ist ein Monster, was wir nehmen dürften, aber chemietechnisch müssen wir einfach Naldo nehmen, aber ich denke, das geht voll klar, ich hatte noch nie ein reines Bundesliga-Team oder BPL-Team in Foodraft benutzt, noch nie. Immer begreift man natürlich am Ende zur BBVA, ist ja auch meistens klar, weil dort sehr viele gute Spieler spielen, hier nehmen wir Company, bin ich der Meinung, ja komm, wir nehmen Company, und Shawcross ist auch ein richtiges Monster. In der Form, aber wir haben uns dann doch entschieden. Boah, eine starke oder Pantilimon? Mal gucken, wen haben wir denn da? Boah, ist noch nicht sicher. Ich versuche aber die Bundesliga-Schiene zu gehen. Nehme ich jetzt starke oder nehme ich den VfB Stuttgart? Boah, ich habe keine Ahnung, welcher da wirklich besser ist, aber der sieht ein bisschen besser aus als starke, deswegen nehme ich ihn einfach mal mit. Komm, hoffen wir, dass wir hier einen Refresh haben. Bestimmt kommt jetzt Tschech oder sowas. Fährmann und Hart. Bin im Fährmann definitiv. Wir versuchen Bundesliga. Komm, wir gehen alles auf Bundesliga. Wenn es klappt, wäre natürlich nice. Hier haben wir gar keinen. Hier sind zu viele Liga BVA-Spieler. Ich muss Ligue 1 nehmen. Wir nehmen Kursor einfach mal mit. Es war ein bisschen unwahrscheinlich, dass wir da jetzt Ligue 1 ein bisschen kriegen. Aber hier haben wir schon mal Ginter. Haben wir nicht schon einen Rechtsverteidiger? Oparé haben wir. Aber zur Sicherheit kann man den ja auch nur in die Verteidigung reinstopfen. Beziehungsweise tausche mit Oparé. Da haben wir schon mal Götze. Das gefällt mir umso besser. Thiago auch. Ich bin aber eher so der offensive Typ. Aber wir wollen noch ZDM ein. Thiago ist auch echt kein schlechter Spieler. Der hat echt gute Pässe drauf. Komm, wir nehmen aber Götze aufgrund der vier... Obwohl, beide hatten 4 Sterne-Skills. Geht's weiter. Mal gucken. Wir haben hier Henderson oder Coutinho. Komm, wir entscheiden uns für Henderson einfach. Einfach so, weil wir Bock haben. Da war jetzt irgendwie nichts Großartiges. Komm schon. Wir haben hier
Wir haben nicht ein BBVA, wir nehmen aber die Maria, weil die Maria hat die besten Allrounds, finde ich, beziehungsweise im Game merkt man das besonders stark. Wir haben hier Trapp, der ist an sich Deutscher. Nehmen wir mal Trapp mit als Keeper, auch wenn wir schon Fährmann haben. Oh shit! Jetzt haben wir einen dicken Jackpot und natürlich nehmen wir hier dann den guten Marco Reus mit. In Orange, das freut mich schon mal. Das wird ja doch ein richtig knackiges Team hier. Ich habe erst gedacht, na, wird das was? Adrian auch noch. Komm, wir nehmen ihn einfach, weil BPL ist. Aber irgendwie fehlt da was. Oh, no. What the fuck? Ich dachte, es gibt hier keinen... Guckt euch das an, Jungs. Ronaldo, Totti, Gaia in Form, Konoplyanka in Form und Bale in Form. Alle Spieler, die man sonst nehmen würde. Aber wir nehmen Trippier. Beziehungsweise, ja, ich denke mal so, dass es einfach okay ausgesprochen wurde eben. Serie A, nehmen wir Bug. Wie viele Torhüter sollen wir denn haben, ey? So, letzte Karte. 3, 2, 1, let's go. Und wir kriegen... Kalu. Kalu gefällt mir sehr, sehr gut. Also, Kalu kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Das, hier haben wir nochmal eben ganz kurz den Trainer und dann nehmen wir natürlich einen Deutschen. So, das ist unser fertiges Team. Ist eigentlich relativ chillig geworden. Komplett Bundesliga konnten wir damit zuhauen. Haben natürlich Kevin Volland. Wir haben einige Spiele, die wir auswechseln können. Beziehungsweise, ich glaube, dass ich Ginter auswechseln werde. Und zwar gegen Kompany und vielleicht Kevin Volland gegen Yaya Touré, bin ich mir aber noch unsicher. Ich lasse ihn erstmal spielen und mal gucken, wie er sich so macht. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in die Partie und gucken, wie unser erster Gegner aussieht. So, hier haben wir das gegnerische Team und wow. Er hat auch fast ein komplettes Bundesliga-Team. Richtig krass, Rom, Bellarabi, wie er die zusammenstellt. Natürlich Coman, rechts Mittelfeld, aber ansonsten richtig Bombe, auch wenn er sie ganz komisch aufgestellt hat und die Aufstellung auch sehr komisch ist. Corsa war es dann noch, also zwar ist der Ligueur, hat er links verteidigt, keine Ahnung, was der gemacht hat. Aber auch ein sehr interessantes Team, sehr interessante Aufstellung, rein in die Partie, hoffentlich gewinnen wir. Er schießt, wow. Direkt die erste Chance hier von Rom und er knallt den erstmal über die Latte. So, erstmal am Flügel hier, Marco Reus. Marco Reus erkämpft sich hier natürlich viel Raum und Platz, macht erstmal einen Skill, tanzt ihn hier aus. Sauber, wie er das hier macht. Der Gegner hat wohl keine Ahnung von Skills. Wir schießen mal drauf, aber der Verteidiger konnte noch dazwischen kommen. Aber wir haben jetzt den Ball. Gute Chance. Er fällt da einfach hin. Ich war das nicht mal. Er zeigt Elfmeter. Wie unnötig ist das denn? Das war unnötigster Elfer überhaupt. Oh mein Gott, er trifft nur die Latte. Er trifft nur die Latte und Keeper. Fährmann, Digga, er boxt die weg, anstatt ihn zu fangen. So, schönes Kombinationsspiel, dass das funktioniert, war klar. Und, oh mein Gott, Marco Reus, ist das dein Ernst? Dem muss man sowas von machen. Und er schießt, aber Fährmann hält. Irgendwie gefällt mir das Ganze ganz und gar nicht hier. Die machen nur Fehler. Ich meine, auch wenn es das... Ja, natürlich. Auch wenn es das erste Spiel heute ist, das ich spiele... So schlecht, wie sie die Bälle spielen, ist echt richtig unnormal. Der Gegner ist jetzt, ich sag mal, ich will nicht ihn schlecht reden oder so, aber der ist echt kein guter Spieler. Und wie man hier die ganze Zeit sehen kann. Und gegen den müsste man gefühlt 10-0 gewinnen. Und ich weiß nicht, woran es liegt und was meine Spieler machen. Zum Beispiel der, anstatt Flugkopfball oder Kopfball zu machen, macht er erstmal Grätsche am Boden. Jetzt kriegt er einmal die Chance, weil er durchgelaufen ist. Ich glaub's nicht, aber Fährmann hier schafft uns die 0. So, Marco Reus klaut den Ball. Marco Reus setzt sich dran vorbei. Ganz unten sehen wir natürlich hier Miki laufen. Mkhitaryan, zieh ab! Elfer, hey, das ist ein verfickter Elfer, Mann. Das gibt's doch nicht. So, runter auf Reus. Jetzt haben wir hier wirklich mal viel Platz. Mich regt trotzdem auf, dass die Pässe so schlecht kommen. Das ist echt unmenschlich. Marco Reus und Adler hält den natürlich. Sehr schön, Lewandowski! Oh, was? Er haut ihn auch nicht rein. So, wir haben hier eine Riesenlücke. Wendt! Oh mein Gott! Wendt, Alter, ist das dein fucking Ernst? Viel zu doll, der Pass. Aber Lewandowski kann sich hier durchsetzen. Lewandowski! 1-0! Schön, endlich! Es hätte schon längst 5-0 stehen können, aber Lewandowski macht es endlich, Robert. Endlich fällt diese Anspannung weg, dass dieses Game einfach nur... Ja... Beziehungsweise dieses Spiel ist einfach nur, keine Ahnung, so belastet von Fehlpässen alles. Er hat sogar Ibra eingewechselt. Versucht's. What the fuck macht der da? Keine Ahnung. Wir schicken hier. Ich habe keine Ahnung, wen wir hier schicken. Wieso ist Wendt da überhaupt? So, Wendt. Tricksen wir nochmal aus. Drehen um. Schicken hier endlich mal. Was hatte Wendt bitte schön im Sturm zu suchen? Mal ganz ehrlich. Hacke, Mkhitaryan. Oh, jetzt Wendt.
Oh, komm. Vent immer noch am Ball. Zieht ab. Aber volle Kanne vorbei. Was sucht Vent da? Er ist kein Stürmer. So. Lewandowski 2-0. Und damit das sichere Weiterkommen. Sauber. Alle Mannschaftskollegen laufen natürlich hin. Ganz sicher gemacht, ganz safety, hier mit der Ballrolle noch vorbeigesneakt und dann macht Lewandowski endlich den Vollzug und 2-0. Marco Reus auf Wendt, braucht Wendt nicht. Und warum geht der Pass dahin? Das war total unnötig, aber das erste Spiel 2-0 gewonnen. Es war wirklich ein harter Kampf, muss ich sagen. Die Pässe kamen null, die Schüsse waren auch miserabel, obwohl die normalerweise immer drin sind. Ich weiß nicht, was da los war im Spiel, aber hoffentlich machen wir es beim zweiten besser rein in die zweite Partie oder beziehungsweise zum zweiten Gegner. Gut, da haben wir jetzt auch den zweiten Gegner und er hat ein... Okay, die Chemie ist sehr beachtlich, aber er hat heftiger, er hat so Rainbow Squad mäßig gebaut. Zweimal Team of the Year, einmal Schmeichel als Legende, einmal die Maria im Man of the Match Modus. Ist schon ein gutes Team auf jeden Fall. Special Card fast komplett. Mal gucken, was wir reißen können. Komm, wir zwiebeln den mal volle Kanne da richtig schön rein. Oh, der wäre stark gekommen, aber Schmeichel war zur Tat da. Alles klar, FIFA will mich pranken mal wieder. Und Ronaldo zieht ab, aber Fährmann ist da. So, wir klauen den Ball, die Maria jetzt. Sauber, wir ziehen das mal durch. Sehr schön. Und Yaya Touré, er ist so ein Holzkopf, er legt die sich so weit vor. Schade, dass es nicht Opari ist und der Yaya Touré fickt gleich mal sein ganzes Leben hier. Kommt, dreh ich um, Lewandowski faul. Ey, das ist ein Elfer. Wieso werden mir diese Elfer immer verwehrt? Ich kann das nicht nachvollziehen, aber könnte ich richtig ausflippen. Jedes Mal dasselbe. Es ist einfach so ein verdienter Elfer. Nein, juckt ihn einfach nicht. Schön. Götze. 1-0. Schön. Der Gegner ist, obwohl er nur 70 Chemie hat, richtig schwer, muss ich sagen. Also, er versucht immer über die Außen einfach nur auf Pace zu gehen. Er versucht einfach, sagt Ronaldo, Aubameyang, ich mache einen Dreieckpass lang und dann versucht er da durchzulaufen. Es funktioniert aber nicht. Aber er spielt wesentlich besser als der vorher bei uns und ja. Wendt, schön, jetzt in die Mitte bringen. Lewandowski steht da, aber es wurde ein Foul begangen, das heißt Freistoß. Wen haben wir überhaupt als Künstler hier? Achso, die Maria. Okay, 44 Meter, gönnt sich. 44 Meter, die angeschnittene Flanke, der Kopfball! Und jetzt danach kommt ein Schuss. Golasso von Naldo, 2-0. Ach, abseits oder was? Ich habe mich schon mega gefreut gerade. Oder irgendwas ist gerade passiert, Foul oder Abseits, aber trotzdem schade. Zur Halbzeit ist es eigentlich relativ ausgeglichen, wie gesagt, aber wir konnten uns besser durchsetzen, Effektivität ist auf unserer Seite und ja, mal gucken, ob wir noch ein Tor erreichen können. Mkhitaryan! Schön. Oh mein Gott, Yaya Touré, ist das dein Ernst? Das kann doch nicht mehr wahr sein. Wir haben so eine gute Chance, der Keeper sogar... ist stehen geblieben, wo ich dachte, okay, das heißt, wir haben da eine gute Chance und er macht nur Kacke. Natürlich, bestimmt kein Abseits oder so und dann sweatet er auch noch. Oh mein Gott, er wollte Doppel machen. So, wir haben den Ball, die Maria. Wir schicken ihn einfach mal. Wendt, Elva! Ey, das ist doch nicht mehr witzig! Wie kann man denn so ein unfaires Spiel betreiben als Ref? Sehr schön. Ja, der Touré denkt sich auch, Alter, schieße ich den Ball irgendwo hin. Juckt den einfach auch nicht. So, er paced über den Flügel. Und er macht da ehrlich noch das Sweaty Goal. In der 89. Das Spiel will mich einfach nur ficken. Es ist einfach aktuell so. Das ist so ein unverdientes Tor. Ich meine, natürlich, es hat funktioniert. Es war schlecht verteidigt, gebe ich zu. Aber die Chancen, die wir hatten, waren einfach unmenschlich. Man kann ihn komplett... mit zwei Leuten auseinandernehmen, das ist echt so traurig, dass da noch kein, die Tore nicht gezählt wurden, sage ich jetzt mal dazu. Marco Reus, ey, das ist doch nicht mehr dein Ernst. Marco Reus kann am Ende den Ball nicht mehr kontrollieren, ist das ein Witz? Jetzt Lewandowski, 2-1, sauber, 108, Jungs, der Frust musste raus, man kann es auch schon fast Rageshift nehmen. Es ist einfach echt unglaublich, wie viele Chancen wir einfach liegen lassen. So, ja, Touré zieht ab. Und, hey, da wurde doch Dingens gefoult hier. Mkhitaryan im Strafraum, glaube ich. Ich habe nur gesehen, wie er sich lang... Sauber. Schön wieder zurück. Ich weiß nicht, wer schneller ist. Irgendwie ist keiner von denen schnell gerade. Irgendwie was Turbo war. Jetzt Lever. 3-1. Sauberes Ding, 108. Und da lang gedauert. Aber wir haben es schon mal gut gepackt hier. Lewandowski, richtig, ja...
solide. Einfach einer der besten Stürmer, finde ich, auch wenn er nur 3 Sterne-Skills hat. Ein Fatal Number One, Mann. So, und der Schiedsrichter pfeift ab und damit gewinnen wir auch die zweite Partie. Richtig nice. War auf jeden Fall wieder ein harter Kampf. Hat hart an meinen Nerven gezehrt. Aber gut, verständlich, denke ich. Und trotzdem haben wir gewonnen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und das war es dann auch von dieser Football-Folge. Euer Hamburg-Gangster ist raus. Und ciao.